The butcher who commanded the castle kitchens fed the corpses of the dead to the ghouls. The efficiency of the Queen's household is formidable indeed. The vampires drain the blood, and the ghouls feed on the remains. Nothing is left. Using his powers is making Gabriel far stronger than I anticipated. He will need more than physical prowess when he faces her. She can put a glamour upon his heart that will tempt him to forget everything he knows, even his beloved. She holds the next piece of the mask, and I fear that he will fall at the last. Und damit herzlich willkommen zurück zur neuesten Folge von Castlevania Lords of Shadow. Und ich bin mal gespannt, ob uns diese gute Vampirfürstin tatsächlich verführen kann, uns dazu bringen kann, alles zu vergessen, was uns lieb und teuer ist. Viel Spaß mit der neuesten Folge. Ja, schick, tendenziell, allerdings habe ich nicht so viel Leben und da kommen sie schon angestürzt, deswegen hauen wir gleich mal den Life-Rack an, oder den Life-Steal, das ist ja auch nicht wirklich. So, Moment. Ich habe eine Idee, was wir jetzt mal machen, ob das klappt. Wie macht das irgendwie gar nichts? Oh, das war nett gekontert, oder? Beziehungsweise Glück gehabt, dass der uns nicht getroffen hat. Hätten wir es lieber so. Haben wir uns aber ganz schön leer gemacht mit unseren Kräften hier. Licht- und Schattenmagie. Ziemlich alle. Nee. Nicht mit mir. So, weg mit dir. Wichser. Komm! Kommen wir mal mehr raus. Und ich habe nichts, wie ich es aufhalten kann, deswegen gehe ich lieber weiter. Okay, jetzt müssen wir drüber balancieren. Ah, da drüben ist was, habe ich genau gesehen. Da müssen wir natürlich zu... Oh, scheiße! Ich wollte gerade in dem Moment springen, deswegen habe ich nicht auf das Halten geachtet. Wie komme ich denn jetzt rüber? Kann ich hüpfen, Leute? Und das ist ja blöd. Wie komme ich denn da hin? Ich will da hin. Nochmal ganz kurz zurück. Wie komme ich denn da hin? Kann ich da theoretisch runterfallen? Ah, nee, kann ich nicht. Gott sei Dank. Wir müssen wohl dann, glaube ich, doch erstmal auf die andere Seite. Da kommen wir dann später da noch hin. Ah, ich hoffe es. So. Ich glaube, wir müssen da lang, um da drüben hinzukommen, oder? Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier oben lang gehen? Ach, hier oben können wir gar nicht lang gehen. Schade. Das hätte ich jetzt schon erwartet, dass man da hin kann, dass es da sogar eventuell weitergeht. Das wirkt jetzt so. Okay, es geht nicht kaputt. So. Jetzt will ich aber da zu der Statue hin, zu der Leiche hin. Schau dir auch fleißig hier, weil ich gerade hier das Schloss sehe. Schau dir auch fleißig Game of Thrones Staffel 6. Ich bin aktuell bei Folge 5. Die habe ich allerdings noch nicht gesehen, weil ja, die Zeit hat sich nicht ergeben. Ich schaue die nämlich immer mit einem Kumpel zusammen. Jetzt hat natürlich wieder die rote Leiste zuerst dicker. Man muss natürlich auch wieder sagen, ich habe in den letzten Folgen einiges wieder liegen lassen, wo auch immer das versteckt gewesen war. Speziell glaube ich in der letzten Folge einen Lichtmagiestein und einen Schattenmagiestein, ne? Also gleich zwei Sachen liegen lassen. Oh, okay, nach unten geht's gar nicht. Ich dachte, es geht unten weiter. Also nicht. Dann geht's wohl doch. Lol. Wollte ich gar nicht sprinten. Ach, sind diese Geister. Ah, ich wollte blocken. Ach, du Wichser. Wie viel Damage die aber auch machen, diese Wichser. Die haben es ganz schön drauf, ey. Oh oh. Oh, oh. Ich erwarte, der low war, der, ne? Komm her, du Wichser. Ja, genau. Ach, diese Wichser, ey. Ja, ja, ja. Ach du Wichser! Ah, richtig viel Leben. Das ist für eine fette Statue, die geht gar nicht kaputt. Achso, wir müssen hier hoch. Hoffentlich ist demnächst mal ein Jungbrunnen. Ansonsten sehe ich nämlich schwarz für unsere Gesundheit. Ah, können wir auch nach rechts? Ne, können wir nicht. Wir müssen sogar dahin. Warte mal, vielleicht ist unten noch Graben. Können wir hier oben noch alles noch hochklettern? Ne, können wir gar nicht. Okay, dann ist egal. Wir haben bestimmt schon wieder was liegen lassen, könnt ihr mir vorstellen. Aber so ist es halt. Jetzt kommt bestimmt eine fettere Kamerafahrt. Aber vielleicht doch nicht. Okay, dann können wir ja hier hoch. Dann müssen wir wahrscheinlich da ans Dach hineinstürzen. Oder hier links runter. Hm. Ah, hier brauchen wir wieder einen Scharlüssel. So, jetzt haben wir hier eine Schriftrolle höchstwahrscheinlich. Ich habe versucht, mit einem Überblick über die Größe der Burg, mir einen Überblick über die Burg zu verschaffen, aber sie ist wahrlich riesig. Ich weiß, da steht nicht aber. Der dunkle Fürst, der hier herrscht, ist gut geschützt und ich fürchte, dass keiner aus der Bruderschaft sich nahe genug an ihn herankommen wird, um ihn herauszufordern. Es ist kalt hier und der Wind geht einem durch Mark und Bein. Ich kann von Glück reden, dass man mich bislang nicht entdeckt hat. Aber ich weiß nicht, wie lange es das noch so bleiben wird. Ja, du bist halt nicht so stealthy unterwegs, wie wir das sind, ne? So, was brauchen wir hier für einen geilen Schlüssel? Du hast nicht den nötigen Schlüssel für diesen Mechanismus. Ja, das ist mir schon klar. Aber welchen Mechanismus wird denn da benötigt? Welcher wird denn da benötigt? Ach, wir können ja nicht. Ah, gut. Da ist ein bisschen sogar da links runter. Ach so. Wie macht man das nochmal? Ah. Oh, da liegt Zeugs. Zeugs. Aber der Rest können wir uns nicht fallen lassen, oder doch? Let's give it a try. Ah, nice. Secret time. So, erstmal Schriftrolle. So, erstmal Schriftrolle. Ich habe in dieser Burg haben einst schreckliche Experimente stattgefunden. Die Leute erzählen sich von Uhrwerkmechanismen, die sich aus irgendeinem Grund immer tiefer drehen, und von seltsamen Apparaten, die durch die dunklen Gänge streifen. Es schlagen hier oft Blitze ein. Ist es etwa das, was diesen Dingern Leben eingehaucht hat? Ist die Burg etwa ein riesiger Blitzableiter? Für die enormen Mengen an Energie, die nötig sind, um diese unheiligen Abscheulichkeiten wiederzuerwecken und die Experimente durchzuführen, in denen sie geschaffen wurden? Bevor hier noch irgendwelche Faxen passieren, Leute. Naja. Ja, den Alter. Den Einschlag, den wollte ich mir nehmen. Aber den anderen nicht. So, wo geht's jetzt hin? Ach, jetzt müssen wir auf die andere Seite, logischerweise, weil wir hier gerade die Schriftrolle gefunden haben. Gut, dann wieder raus. Oh, 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 oh. Ah, das mit dem Klettern macht mir schon Spaß. Da könnte gerne mehr und kniffligeres dabei sein. Oh, scheiße. Oh, nice. Ah, dieser Schlag ist göttlich. Gut, dass wir den geskillt haben in der letzten Folge. Der ist optisch halt nett. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wollte ich doch gar nicht, Alter. Ja, deine Mutti, ey. Ich bin schon längst ausgewichen, du Arsch. Beziehungsweise gedrückt habe ich zumindest, meiner Meinung nach. Gerade noch rechtzeitig, ey, bevor der sich da wieder aufhebt. So ein Wichser! Den Schlüssel fallen lassen, das ist ja nett vom Skelett. So, aufgehebt. Den Balkonschlüssel. Gut, dann können wir ja wieder gehen. Das war's hier. Oh, 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 oh. Das war beinahe knapp. Wir können jetzt einfach hier... Ach so, wir können ja einfach... Doof. Wir können einfach so machen. Ich habe jetzt überlegt, wie kann ich denn von an der Kante abspringen, um gleich an den Haken da oben ranzukommen. Aber... Offensichtlich geht das nicht. Also es geht vielleicht, höchstwahrscheinlich, aber ich weiß halt nicht wie. Wir machen kurz einen Besuch nochmal beim Brunnen. Ich habe die Befürchtung, eventuell ist er wieder da und da sehe ich schon grün leuchten. Also da ist er eh, ihr wisst schon. Wow, 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 wow. Nice. Zwar keine Kräfte mehr, aber immerhin volles Leben. Wir müssen alles mitnehmen, was uns dieses Spiel freiwillig gibt. Ach scheiße, das war doch falsch. Haken war schon richtig. So. Jetzt können wir aber... Schade, dass es da nicht reingeht, ey. Das ist ja nur ein Schatten. Ich dachte kurz, es wäre irgendwie eine Markierung. Guck mal da, brech mal durch und so. Aber können wir hier vielleicht durchbrechen? Ach, können wir ja eh nicht machen. Können wir ja eh nicht machen, weil wir keine Kräfte haben gerade. Na komm. Okay. Okay. Hier sind auf jeden Fall schon viele Schlachten geschlagen worden. So scheint es mir. Die sieht auf jeden Fall sehr bizarr aus hier. Puppen. Der Vampir oder was soll das darstellen? Oder versteinerte Lebewesen. Keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall nach Holz angehört. Ich denke jetzt mal Puppen. Ah, ein Rätsel. Auf dieser seltsamen Maschine steht an der Seite etwas geschrieben. Nicht länger soll es sich zeigen in rotem Gewand. Lässt du die Kugeln fallen, so brauchst du Verstand. Dieses Spielzeug war ein Geschenk meiner Mutter, der Königin. Um zu ihrem Thron zu gelangen, färbe alle Kugeln grün. Okay. Ich glaube, da war noch eine andere Schriftrolle. Ach nee, das andere war ja... hier Lichtmagiestein, den wir gefunden haben, ne? Oder war es sogar ein grüner? Ne, es war ein blauer. Ich glaube, es war ein Lichtmagiestein, den wir eben gefunden haben. Ne, die nicht Lichtmagiestein. Heißen die Lichtmagiestein? Ich weiß nicht mehr. Die anderen heißen ja, glaube ich, Lebensmagiestein, oder? Ach, kein Schimmer. Ich weiß es nicht. Ah. Weil unsere Leiste gleich wieder aufgefüllt ist, natürlich nett. Was? Wir müssen alles grün färben. Alright. Kugel fallen lassen, okay. Dann gucken wir mal. Das war auf jeden Fall schon mal falsch. Ich würde es gerne nochmal resetten. Das kriegt man doch bestimmt irgendwie in 4 Zügen hin oder so, sage ich jetzt mal doof. Wenn wir das nach unten, dann geht ihr nach da, nach da. Macht auf jeden Fall die rechten auf. Die muss auf jeden Fall weg. Dum, dum, dum. Mal gucken. Okay, das war scheiße. Auch mal resetten. Nochmal resetten. Wir machen jetzt mal das zuerst. So. Das war auch wieder Käse. Jetzt habe ich sie alle wieder resettet. Tam, tam. So, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ach, das war dumm. Oh, Mann, Alter. Nicht ganz, leider. Nicht ganz, leider. Oh, ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Aber es geht bestimmt schneller. Rätsel gelöst! Rätsel gelöst! Was ich cool finden würde, um auch den Anspruch da so ein bisschen zu erhöhen, weil ich habe jetzt wirklich nur einfach durchprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man irgendwie sagen, wenn sie irgendwie sagen würden, guck mal hier, du hast... ich weiß ja nicht, wie viele Versuche man jetzt wirklich braucht, bis man es dann geschafft hat, wie viele Kugeln. Dass sie sagen, ja, maximal 6 Versuche, dann wird es sowieso resettet. Um den Anspruch einfach zu erhöhen, dass man auf jeden Fall den Lösungsweg erkennen muss und nicht so durchprobieren, wie ich es jetzt getan habe. Aber nun gut, jetzt kommen wir zum Thron der Königin. Ich bin mal gespannt, was die Mutter, die Tochter, in Anführungsstrichen, noch für eine Rolle spielen wird. Oh. Und wir haben diesmal sogar alles gefunden. Immerhin. Immerhin. Wir haben uns erstmal ein Schlückchen verdient aus der Vanilla-Coke, Leute. Kurz einen Schluck trinken, habe ich irgendwo gesagt, aber... So, Balkon abgeschlossen, aber weiter geht's. Und zwar ins Elektrolabor. Das klingt auch vielversprechend. This part of the castle was once where acclaimed scientist Friedrich von Frankenstein conducted his experiments into artificial life. He was quite mad and often would conduct horrific and depraved acts trying to discover the secrets of life itself. His own demise was equally gruesome. The vampire queen took him but kept him alive, thus over many centuries. She fed on him daily, keeping him at the brink of death, yet living and aware. Why she did this is only known to a few. She once loved life and loved living things, and before she became a Lord of Shadow, she vowed she would punish Frankenstein for his vile acts. As a Dark Lord, she was able to keep her word. Immerhin. Das ist wahrscheinlich was viele Vampire und im Besonderen Vampirfürsten nicht versprechen können, ne? ihr Wort zu halten. Die Frage ist, was hat der gute Frankenstein erschaffen, was uns jetzt noch schaden kann. Auf jeden Fall erinnert mich diese Statuen, ich nenne sie jetzt mal Statuen, obwohl es keine Statuen sind, sondern eher Obelisken. Ne, Obelisken ist auch falsch. Tesla-Spulen. Tesla-Spulen trifft es, glaube ich, am besten. Erinnert mich gerade sofort. Und da weiß ich, da wird bestimmt jemand grinsen, wenn ich das sage, weil er da bestimmt auch dran denkt. Das erinnert mich natürlich an Alarmstufe Rot. Red Alert. Der zweite Teil der Command & Conquer Reihe, wo es Amerika gegen die Sowjetunion heißt, wo auch Albert Einstein eine Rolle spielt. Und natürlich auch Stalin. Auch schon wieder ein Rätsel. Ich habe 2 Tage in diesem Labyrinth zugebracht, auf der Suche nach einem Ausgang. Wenn man sorgfältig hinsieht, stellt man schnell fest, dass die seltsamen Geräte tödliche Barrieren zwischen den roten und blauen erzeugen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, sie die Farbe wechseln zu lassen. Dass die seltsamen Geräte tödliche Barrieren zwischen den roten und blauen erzeugen. Okay. Schlagen. Wie schlägt man denn da drauf? Schlage auf diesen Knopf. Denkst du, was ich vorhab? Aber ich treffe nicht. Das ist bestimmt nicht der richtige Schlag, oder? Hör doch auf, Alter. So weit weg. Das wird bestimmt wieder nicht reichen. Natürlich nicht, weil das sonst wohin schlägt, der Affe. Guck mal, wo der hinschlägt. Der ist doch doof. Aua. Ja, wie schlage ich denn da drauf? Verdammte Wichser, ey. Hä, wie habe ich denn das gemacht? Hä? Ich dachte, irgendwie auf den Boden geschlagen. Hä? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ah! Lol, das war Zufall. Okay, also der Weiße sorgt dafür, dass alle, die mit dem verbunden, ausgehen. Wenn ich jetzt den hier drücken würde, würde der da hinten ausgehen. Aber dafür der... Alter, die Gabel sind ein bisschen verwirrend, ey. Wenn ich den hier mache, geht der hier aus. Der da hinten bleibt aber an. Eigentlich nicht so schwer, oder? Wenn er mal so schlagen würde, wie ich das gerne hätte, ja. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur das da hinten ausmachen, ne? Rätsel gelöst! Nicht? Noch nicht Rätsel gelöst? Hä? Das war doch ein Rätsel, oder nicht? Rätsel. Muss ich echt alle ausmachen? Belohnung für Lösung des Rätsels. Vielleicht kommt noch was? Ach, das geht noch weiter. Okay. Oh, scheiße. Ach du Heiliges, Alter. Oh, 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 oh. Ach, die blauen. Ich muss effektiv gesehen nur die blauen ausmachen, ne? Die blauen aktivieren die roten und die roten die blauen. Das bedeutet... Was ist das denn hier? Hier müsste eine Batterie her. Okay. Batterie, Alter. Dieses Schlagen, ne? Ich glaube, das geht irgendwie bestimmt auch anders. Aber ich krieg's halt nicht geschissen, ey. Geht's nicht. Wir müssen definitiv drauf schlagen. Das heißt, wir brauchen den Schlag. Okay. Jetzt verschiebt sich das Ding. So war das nicht geplant. Erstmal hier Rolle aufsammeln. Oh, oder auch nicht. Lichtmagie-Stein nehme ich natürlich auch sehr gerne. So, das Ding können wir dann wahrscheinlich irgendwo... Ach, das ist die Batterie. Alright. Ups. Coole Sache. Gefällt mir sehr. Gerne mehr davon. Das ist jetzt kein schweres Rätsel, wenn jetzt nicht noch was schwerer wird. Okay. Okay, das ist gut. Ich check's nicht hundertprozentig, muss ich leider zugeben. Ich würde gerne. Aber ich bin froh, wenn ich hier durchkomme. Wobei das nicht bedeuten soll, dass mir das hier keinen Spaß macht. Ich würde es halt nur gerne richtig begreifen. Das tue ich leider nicht. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Also ich habe ja kapiert, ne? Entweder laden die Roten die Blauen auf und erzeugen dann diese Barriere. Oder halt die Blauen die Roten. Je nachdem, welchen von den beiden man halt Strom zuweist, sozusagen. Ne? Aber... Warum? Eben war doch noch hier dazwischen Strom. Warum ist jetzt hier dazwischen kein Strom mehr? Weil... Weiß ich nicht mehr. Ich habe nicht aufgepasst. Wahrscheinlich hat es einen Grund. Wahrscheinlich war eins von den beiden hier rot oder blau. Oder das hier ist jetzt blau geworden. Daher hat es das mit dem... Ich habe keinen Schimmer. Warte mal, wir müssen da hinten mal dagegen donnern. Mal gucken, was passiert. So, jetzt ist genau was passiert. Das Ding da drüben ist rot geworden. Das da links am Bildschirmrand, das war doch vorher blau, oder? Jetzt ist es rot. Richtig? Hoffentlich, ey. So, jetzt ist es darüber gewandert. Jetzt ist es hier mit dem blauen nicht mehr verbunden. Mit dem Roten nicht mehr verbunden, deswegen ist die Barriere weg. Ist ja klar, es ist zu weit weg. Aber... Ja klar, es ist zwischen allen Rot-Blau-Verbindungen. Okay, okay, okay. So, hier können wir nichts machen. Ah, ist irgendwie ein sich selbst lösendes Rätsel. Also wenn ich jetzt nicht noch irgendwas Gravierendes machen muss, um durchzukommen, dann löst sich das Rätsel quasi von selbst. Aber irgendwas muss ich, glaube ich, noch machen. Ja, ich komme ja jetzt noch nicht weiter. Richtig? Nur was? Was müssen wir denn jetzt noch machen, damit die Barriere, dass wir jetzt durch können? Hm, gute Frage. Müssen wir jetzt vorne noch irgendwas? Drücken kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da kommen wir ja gar nicht mehr durch. Ah, das stimmt, die sind auch alle gedrückt. Und wenn sie einmal gedrückt sind, dann kann man es auch nicht nochmal drücken, weil die waren ja vorher komplett gelb ausgefüllt. Diese Kreisknöpfe, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt sind sie ja so nur so in der Mitte noch so ein bisschen gelb. Das bedeutet, ich glaube, die können wir nicht nochmal drücken. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, die können wir nicht nochmal drücken. So. Nur mal hier kontrollieren beim Regal, ob da vielleicht irgendwie was dahinter ist, ne? Nachher übersehen wir wieder was und dann, ah scheiße, nicht alles gefunden, ärgern wir uns wieder zu Recht, muss man leider sagen. Frage ist jetzt, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Muss ich irgendwas machen, was ich noch nicht kapiert habe? Oder geht es irgendwo weiter schon, was ich noch nicht kapiert habe? Ich kann doch nochmal versuchen, spaßenshalber den Hebel zu drücken, ob das geht. Nee, muss ja gehen, ging ja vor uns auch. So. Wenn wir jetzt den wieder drücken hier. das ist... Ich glaube, da gibt es einen anderen Schlag auch für. Ich verstehe auch nicht, warum der das nicht... Sonst tut er auch mal bei Hebeln klug schalten und das automatisch in die richtige, Richtung schlagen. Aber diesmal nicht. Okay, ich glaube, wir müssen die Batterie wieder rüberschieben. Kann das sein? Aber geht ja auch gar nicht. Weil die kriegen wir ja da nicht mehr weg. Die Battery. Okay, ich bin befragt. Mit den da hinten drücken, da geht da hinten das zwar auf, aber vorbei kommen wir deswegen gar nicht. Wollen wir genau hingucken, was passiert. So, das wird blau und das wird rot. Das heißt, eigentlich stört die verfickte Batterie. Aber die kriegen wir nicht mehr weg, die Scheiße. Okay. Sind das irgendwie so Brutstätten dann hier von Frankenstein? Wahrscheinlich, ne? Ich gehe da nochmal rüber. So, jetzt sind wir wieder hier. Aber hier ist ja nichts. Hier kriegen wir was? Dolche. Ach, wir müssen für den Hebel wieder drücken. Alles klar. Stimmt. Hätten wir fast vergessen. Ach, scheiße, das wollte ich gar nicht. Ach, scheiße, können wir das irgendwie abbrechen? Ah, gut. So, jetzt werfen wir da einen fetten Dolch rüber. Ah, ist ja ganz simpel. Deswegen ist auch hier der Dolchsack, ne? Ist ja klar. Habt ihr recht. Hätte ich eher drauf kommen können. So, Rätsel gelöst. Ne, noch nicht, offensichtlich. Checkpoint auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Oh, scheiße. Oh, was jetzt? Eieieiei. Was eine Ausgeburt an Rätsel ist das hier. Alles nur für mich gebaut. Alles klar. Aber ob und wie wir dieses Höllenrätsel schaffen werden, werden wir dann erst in der nächsten Folge sehen, ne? Weil ich sehe jetzt, wir sind kurz vor der 40-Minuten-Marke. Ich glaube, dieses Rätsel werden wir nicht vor 40 Minuten schaffen. Oder vor 2 Minuten, sage ich jetzt mal. Deswegen verzeiht mir, aber wir werden diese Folge hier beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt ja schon mal mutmaßen. Ich kann mal kurz noch ein bisschen rumlaufen hier. Was wird wohl der Hebel hier bewirken? Eieiei. Und hier, und hast du nicht gesehen? Und da hinten, guck mal, oh, da leuchtet was grün. Und hier ist bestimmt auch irgendwas, was wir noch nicht sehen. Irgendwas Interessantes, da überall Schalter und Gedöns. Wo müssen wir wohin? Können wir irgendwo rechts und links hin? Aua! Um da Secrets zu bekommen. Oder müssen wir nur nach oben? Ich kann ja mal kurz spaßenshalber gucken, ob wir hier rein können. Das können wir sogar. Hier ist nochmal ein geheimer Hebel. Das heißt, in der nächsten Folge wird hier irgendwas ausgelöst. Ich gehe mal davon aus, ein Secret, wo wir dann eine Lichtmagie, eine Schattenmagiestein oder einen Lebensmagiestein finden. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Hinterlasst mir Kommentare diesbezüglich und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr in der nächsten Folge von Castlevania Lords of Shadow wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bye, bye. Und tschüss.